Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Vorbei am Grand Canyon von Verdun sind wir, von Gap kommend, vor 2 Stunden hier am Flugplatz Fayence gelandet. Wir können uns kaum losreißen von der wunderschönen Atmosphäre, die hier herrscht. Aber nun haben wir eine weitere imposante Strecke vor uns. Von West nach Ost bin ich die Côte d'Azur schon von Marseille bis Monaco geflogen. Heute wollen wir die umgekehrte Richtung nehmen. Nach dem Start also zunächst einmal gen Süden ans Meer und dann über die Recommended Transit Route nach Marseille. Wir lassen auch Aix-en-Provence links liegen und landen auf dem kleinen Provinzflugplatz von Carpentras. Als ich bei der Sichtung der Rohvideos überprüfen wollte, ob das ja tatsächlich Fréjus ist, fiel mir mal wieder auf, wie genau doch inzwischen die Google Earth-Daten mit der Realität übereinstimmen. Man kann das echte Foto kaum von der Google-Version unterscheiden. Aber nun heißt es genießen. Einfach nur diese wunderschöne blaue Küste genießen. Warum sie so heißt, musste ich nachlesen. Der Name Côte d'Azur, also azurblaue Küste, geht auf einen französischen Dichter zurück, der im 19. Jahrhundert ein Buch mit dem Titel La Côte d'Azur veröffentlichte. Ab jetzt sprechen die Bilder für sich.